Hallo und herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, wir bauen weiter und haben immer noch den ganzen Müll, der hier aufgehoben werden muss. Und wir produzieren ganz fleißig Mehlläuse, was wunderbar ist. Wir sind von der Nahrungsversorgung jetzt in der zweiten Folge. Ihr erinnert euch, in der letzten haben wir neu angefangen. In der zweiten Folge also schon deutlich weiter. Moment mal kurz. Ja, nicht ganz. In der dritten Folge nach dem Neustart sind wir jetzt aber immerhin schon weiter als in der 17. oder 16. Folge des ersten Durchgangs. Von daher bin ich eigentlich ganz zufrieden. Einige Dinge lassen sich jetzt noch optimieren und zu Recht wurde ich auch darauf hingewiesen, dass ich ja die ersten pneumatischen Türen jetzt schon habe. Und ja, stimmt, habe ich, aber dann muss ich hier hinten auch zumachen. Und das will ich eigentlich noch nicht. Nichtsdestotrotz setze ich die jetzt schon mal. Dann kriegen wir zumindest schon mal den Raumbonus für die beiden Baracken, zumindest theoretisch. Wie gesagt, nicht wirklich, aber das, ja, das ist zweitrangig. Soll ich es hinten schon zumachen? Ich würde wirklich liebend gern noch warten auf die entsprechenden Steine, auf die Isoliersteine. Und ich zeige nochmal, welche das sind. Hier im Zweig Temperaturregelung. Wir sind jetzt gerade bei Lüftung 4 von 15, also es dauert noch eine Weile. Da gibt es hier die isolierten Ziegel. Und die sind ganz wichtig. Die müssen wir hier außen bauen. Aber wir können die hinterher auch wieder abreißen. Ich werde das jetzt hier dicht machen. Und wir werden diese Ziegel dann später ersetzen. So, wir müssen mit der Leiter höher, damit wir hier oben an das Kupfer kommen. Denn so viel Metallvorräte haben wir nicht. Ich muss gleich kurz noch ins Keim-Overlay schauen. Da oben müsste aber eigentlich noch alles safe sein. Ja, hier ist alles gut. Hier wird es halt kritisch. Aber da sind wir auch einen von entfernt. Habe ich darauf geachtet. Das heißt, hier können wir die Wand ziehen. Aber erstmal geht es gar nicht um die Wand. Es geht hier um das Kupfer. Und die Algen natürlich auch. Wobei, die sind noch nicht ganz so wichtig. Komm, ich baue das mal so ab. Wobei, ich mache es gleich auf 4, weil alle Räume 4 hoch sein sollen. Habe ich mir zumindest so überlegt, dass ich das gerne so möchte. Ja, und dann machen wir das auch so, ganz einfach. Können wir die Wand hier meinetwegen auch schon hochziehen. Gut. So, da kommt jede Menge Kupfer bei rum, das ist wichtig. Und dann kann hier oben auch die Decke eingezogen werden, weil da kommen die von unten gar nicht mehr dran. Wenn die Türen drin sind, also diese hier zum Beispiel und diese, dann werden wir die auf geöffnet stellen. Obwohl, da müssen die ja eigentlich nur rein, wenn sie schlafen gehen. Kann man eigentlich auch so lassen. Und wir müssten hier zwei Räume schon sehen. Ja, nee, noch fehlt die Wand. Also, streng genommen würde dieser Stein hier fehlen an dieser Stelle. Der würde reichen, meine ich. Aber jetzt ziehen wir sie ganz, weil ein bisschen isolieren auch diese hier vor Wärme. Wärmeleitfähigkeit. Leute, das sind sehr spezifische Angaben. Wer sich damit auskennt, kann sich das hier gerne ansehen. Grundsätzlich schützen oder halten aber auch die ein bisschen Wärme zurück. Und Wärme tritt hier ja über dieses Biom hier ein. Und wenn wir da eine Wand haben, dann ist es ein bisschen isoliert. Ein bisschen. Wie gesagt, wir brauchen später die isolierten Ziegel. Und wir machen das genau gleich auch auf dieser Seite. Hier muss ich jetzt aber auch nochmal gucken. Da oben haben wir eventuell ein Problemchen. Nee, haben wir nicht. Wir sind ja hier. Genau, passt ja wunderbar. Wir sind genau einen weg von. Ja, das hat der Doc sich diesmal ausnahmsweise mal gut überlegt. So, bis dahin. Und dann müssen wir auch dort graben. Reicht aber bis hier, damit wir überhaupt die Decke und diese Ecke hier noch bauen können. Overlay beenden und weiter geht's. Die nächsten Container sind fertig und ich habe eingestellt, dass keine verschmutzte Erde in die Container kommt. Sonst ist aber alles beim Standard und die Einstellung werden wir jetzt übertragen auf diese hier und dann haben wir aber definitiv genug Platz, um den ganzen Müll, der hier liegt, auch wegzuräumen. Und wenn ich hier sehe, wie viele Mehlläuse hier schon wieder fertig zum Ernten sind, weil das sieht so ekelhaft aus, ne? Also wer würde das wirklich essen? Ich meine,
Wer bei gesundem Menschenverstand. Unsere Leute essen das. Die mögen das. Sollen sie. So, und jetzt haben wir auch das erste Mal Kompost. So. Dann sind entsprechende Tipps auch geschrieben worden, wie man mit verschmutzter Erde umgeht. Also ich finde, sie im Kompost umzuwandeln, ist im Grunde nicht verkehrt. Es entsteht dabei verschmutzte Luft, ja. Das lässt sich nun mal auch nicht ganz vermeiden. Wir kriegen dafür aber halt auch Dünger, den wir hier für unsere Farmen brauchen. Von daher, so ganz ohne kommen wir nicht aus. Es gibt aber wohl einen Trick. Man soll den Kompost oder... Man soll, glaube ich, den Kompost in Wasser stellen. Nur das haben wir jetzt hier nicht. Das können wir irgendwann mal machen. Und mit dem bisschen verschmutzte Luft von dem Ding hier kommen wir, denke ich, anfangs auch noch klar. Wir haben sehr gute Sauerstoffbilanz. Und das alles nur mit zwei Algendeoxidierern. Das ist halt eben der Vorteil, wenn man nicht so groß baut anfangs. Der Fehler, den ich beim letzten Mal gemacht habe, den ich hier nicht wiederhole. So. Ja, da oben fehlt Strom, sehe ich gerade. Wie kann das sein? Eigentlich ist alles miteinander verbunden. Nein, ist nicht. Und da ist das Kabel aber noch oben. Was ist da das Problem? Kein Strom. Oh, die Batterien sind leer. Ja, das ist gut. Ich glaube, dann müssen wir diesem Rad mal eine etwas höhere Priorität geben. Ich gehe absichtlich nicht auf 9, sondern nur auf 6, damit man noch ein paar Nummern Luft hat. Ich finde, man muss nicht immer gleich mit einer 9 um sich schmeißen. Es ist zwar in manchen Fällen sinnvoll, aber halt auch nicht immer. So, und da steht die Linse auch schon und wird und lädt den Strom auf. So, dann eine Sache. Ihr habt das inzwischen schon gesehen auf Patreon. Die Möglichkeit, mich zu unterstützen, meinen Kanal, meine Arbeit, wenn euch meine Videos gefallen. Und für die Unterstützung habt ihr inzwischen auch ein paar Vorteile. Ich werde jetzt, oder wenn ihr diese Folge schaut, werde ich schon entsprechende Listen verteilt haben an die Patreons, die jetzt in der Abrechnungsperiode von Anfang August drin waren. Und die Namen werden in den nächsten Folgen peu à peu einfließen, also eure Wunschnamen. Das ist mein Dankeschön an euch für die Unterstützung meines Kanals. Kann ich gar nicht oft genug für danken und da ist das, was ich hier machen kann mit den Namen, noch das Geringste, was ich tun kann. So, muss ja auch mal gesagt sein. Ja, es wird Gott sei Dank auch zwischendurch noch wieder Müll aufgehoben. Da oben die Marie nimmt mal ein paar Kilo mit. Aber wenn man mal schaut, was hier liegt, 488 Kilo Erde, da liegen, was liegt hier? Schmutzwurzel, da steht gar nicht wie viel, da steht nur, wie viel Kilokalorien das hat. Ich glaube, das ist aber auch dann nur eine Schmutzwurzel. Hier zum Beispiel. Sand, 351 Kilo. 707 Kilo Sandstein. Das, ja, es wundert mich nicht, warum das so lange braucht, die wegzubringen, weil die immer nur so 200 bis 300 Kilo, glaube ich, mitnehmen können. Und dann war es das nämlich für die und ihre Kapazität. Ich glaube, ich komme nicht umhin, ein paar Leitern zu bauen. Ich glaube, die Ecken oder diese hier, die werden nicht gebaut werden. Müssen wir mal schauen. Gut, Lindsay strampelt sich immer noch ab. Das ist auch gut so. Und ja, verschmutzte Luft. Tja, ist halt so. Wie gesagt, man kann es nicht ganz ändern. Die entsteht auch hier bei den dreckigen Klos. Das heißt, die Erde muss irgendwo hin. Man kann sie in die Verdichter packen. Und die Verdichter kann man in Wasser stellen. So war das, glaube ich. Ich glaube nicht, dass man den Kompost in Wasser stellt, sondern eben diese Verdichter. Da müssen, glaube ich, nur die Füße im Wasser stehen und dann entsteht da kein... dann steigen diese Blasen nicht mehr auf, dann gibt es keine verschmutzte Luft. So habe ich das, glaube ich, richtig verstanden. Das könnte man ja nun auch einfach machen. Man müsste hier nur einen Wasserauslauf hinmachen. Hier ein Ventil am besten natürlich. Einen Stein rein. Hier dann die Schleuse ein bisschen höher. Und dann könnte man hier Wasser reinlaufen lassen, dass die Füße bedeckt sind und die Sache wäre in Ordnung. Sobald wir an elektrische Wasserversorgung gehen, vielleicht hier an diesem Ding, ist das mit Sicherheit auch keine schlechte Idee. Die Forschung für Lüftung ist fertig. Wir können Gasbrücke, Gasleitung, Gaspumpe und Gasabzug bauen. Und die nächste Forschung ist ja schon in der Reihenfolge drin, die Druckkontrolle. Da gibt es dann die luftdurchlässigen Ziegel, das Gasventil, den Flüssigkeitsregler und die manuelle Luftschleuse, die dann auch Luft, die dann auch Gas und Flüssigkeiten blockiert. Ja, und dann eben die Temperatur, die Temperaturregung mit den isolierten
Ziegeln, die wir dringend brauchen für die Außenwand. Der Supercomputer ist gebaut, Strom ist momentan auch wieder da, wobei es leert sich schon wieder. Es müsste eigentlich gleich mal wieder jemand strampeln. Und dann sieht man schon, wir brauchen vielleicht noch ein zweites Rad. Nun ja, wir können ja mal in den Bericht schauen, wenn wir schon mal dabei sind. 1200 Kalorien erzeugt, minus 2200 gegessen. Stressveränderung, erzeugt 42, entfernt 74. Turner hat recht hohen Stress und Lindsay auch. Da müssen wir mal schauen, warum Turner so viel Stress hat. Das ist ja ungewöhnlich viel. Gucken, ob wir das sehen können. Status dreckig, braucht eine Dusche. Ja, eine Dusche haben wir noch nicht. Hände waschen muss im Moment reichen. Niedrige Moral. Der Dekorationswert ist hier hauptsächlich verantwortlich für ganz viel Abzüge. Stress. Neuer Freund minus 10 pro Zyklus. Niedrige Moral 5% pro Zyklus. Pleasant Chit-Chat. Also hat sich nett unterhalten. Chit-Chat ist sowas wie Smalltalk. Heutiger Stress. Ja, die niedrige Moral ist das Hauptproblem. Und die Moral, die lässt sich halt hier eben ablesen, da beim Status. Da steht, dieser Duplikant wird gestresst durch die Responsibilities, sind eigentlich die Aufgaben oder die Verantwortlichkeiten. Jetzt ist natürlich die Frage, ob Turner möglicherweise einen schlechten Job hat, ob es daran liegt. Wir schauen mal kurz in die Berufe. Turner ist nämlich Landarbeiter und macht Landwirtschaft. Und hier ist ein Ausrufezeichen dran. Moral 2. Ich glaube, es liegt daran. Und darum, ja. Moralerwartung ist 4. Und Moral ist nur 2. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Grundsätzlich den Job, den kann er machen. Landwirtschaft ist 4. Von daher hat zwar Interessen Kunst, aber das ist völlig in Ordnung. Marie wahrscheinlich das Gleiche. Moral sogar nur 1, um Gottes Willen. Wie sieht's hier aus? Sie haben wahrscheinlich dann auch Moral 1, jawohl, Moral 1, Moral 0 sogar. Und Minenarbeiter brauchen halt auch 2. Also, wir müssen was mit der Moral tun. Schauen wir mal kurz, was wir für Möglichkeiten haben. Also, sicherlich Watercooler. Was ist das denn? Ist das neu? Das ist definitiv neu und es erhöht die Moral der Duplikanten. Wir stellen einen Wasserkühler hierher. Das ist nichts anderes als ein Getränkespender, wo sie kaltes Wasser ziehen können. Ist im Moment auch das Einzige, was wir machen können, glaube ich. Eben durchschauen, ob wir noch irgendwas haben für Moral. Ich glaube nicht. Nicht wirklich. Also, wir bauen hier so einen Watercooler hin. Wobei ich meine, dass der vielleicht lieber hierher gestellt werden sollte. Na. Da passt er nicht, der braucht 2 Felder. Gut. Dann stelle ich den hier hin. Vielleicht sollten wir mehrere hinstellen. Stellen hier oben auch noch einen hin. Dann können die sich auf 2 Etagen mit kühlem Wasser bedienen. So, alles für die Moral. Hoffentlich bringt's was. Was haben wir hier? Der Supercomputer hat zu wenig Wasser. Das muss natürlich manuell angeliefert werden. Oh, ich sehe gerade, hier ist Sand runtergeplumpst. Mal direkt mal abbauen. So, schauen wir kurz aufs Wärme-Overlay. Naja, okay. Also es ist wärmer hier. Es ist einfach hier. Das warme Biom ist direkt hier dran und hier wird es dann wärmer. Wir brauchen da definitiv die besser isolierenden Ziegel. Wir sind ja dahin auf dem Weg. So,
So kann man es natürlich auch sagen. So, die Wasserkühler sind da. Brauchen jetzt noch Wasser. Jetzt ist scheinbar Wasser drin. Nein. Meldung ist kurz weggegangen und wieder aufgetaucht. Wir werden die mal mit 7 priorisieren. Und wir müssen ein neues Läuseboot herstellen. Wir werden Läuseboot jetzt kontinuierlich herstellen. Und müssen dann natürlich auch bald für eine Kühlung sorgen, ist klar. Nährstoffriegel, Läusebrot wird auch eingelagert. Ja, und Mehllaus. Die packen wir ja eigentlich auch hier rein, oder? Nee, die kann da gar nicht rein. Die müssen wir tatsächlich hier einlagern. Die liegt nämlich hier unten überall rum. Die Mehllaus muss hier mit hinein. So. Da liegen sie überall. Sieht man jetzt auch gleich, das fällt hier runter. Da liegt's da. Und dann muss es hier reingebracht werden. So, und wenn wir mal gucken, aufräumen. Naja, klar, es liegt überall noch ein bisschen was rum. Ich glaube, die Schmutzwurzel. Da muss ich mal kurz schauen, ob die möglicherweise verdreckt oder so. Keine Keime, keine Oberflächenkeime. Mit beleidigend fadem Geschmack kann nicht neu gepflanzt werden. Schmutzwurzeln können gefunden werden. Können wir denn... Das können wir nicht herstellen, da brauchen wir was anderes für. Aber was wir machen können, ist die Schmutzwurzel hier auch noch einlagern in diese Box. Denn die lässt sich auch essen. Dann haben wir hier die Sachen auch untergebracht. Gut. Da sind noch mehr Samen, also wir könnten jetzt noch mehr Pflanzpötte bauen, aber das ist nun nicht mehr nötig. Wobei, später werden wir wahrscheinlich eh was anderes anbauen. Dann brauchen wir die sicher auch nicht mehr. So, und Schlafenszeit. Dann können wir die Geschwindigkeit mal hochstellen. Und Sauerstoff ist gut. Strom leert sich gerade. Temperatur, ja, ja. Was haben wir hier? Temperaturkomfort. Beleuchtung haben wir kaum. Aber wir haben diese Glühfunkels hier rumfliegen, die in Wirklichkeit Leuchtkäfer heißen. Flüssigkeiten, Belüftung haben wir nicht. Das ist das Dekorationsoverlay. Ja, und hier bei den... Bei diesem Ding ist es schön wegen Licht. Also Licht ist auch Dekoration. Von daher sollten wir vielleicht ein bisschen Licht aufstellen. Das wäre doch... Ach, haben wir noch nicht. Wir haben noch keine Lampen. Ja, und unsere Forschung hängt momentan fest. Ich will unbedingt die isolierten Ziegel erst haben. Und dann können wir gerne hier oben auf... da, auf Innenausstattung gehen. Ja, sollen wir sie zwischenschieben für die Moral? Ein paar Lampen. Kosten aber auch wieder Strom, ne? Nein, wir machen jetzt erst so weiter. Wir kriegen das so in den Griff. Unser Stress ist deutlich runtergegangen. Von über 40 auf 27... Das heißt, ich denke mal, dass das Wasser hier auch ein bisschen was gebracht hat. Wir können das ja prüfen, den Berufe-Overlay nochmal. Da haben wir jetzt Turner und Moral 4 und Expectation ist auch 4. Bei Marie ist die Moral 2 und die Expectation, also die Erwartung ist 4. Aber Marie, ich sag mal... Wenn die sich Wasser geholt hat, ist das wahrscheinlich bei der auch wieder gut, oder? Die kriegen ja dann Moralbonus, wenn die das nehmen. So, wir könnten einen neuen Duplikanten anfordern. Wir sind inzwischen zu fünft. Sollen wir denn noch einen sechsten holen? Oder sollen wir noch ein bisschen warten?
bisschen was über diese Entscheidung, denke ich, ein bisschen nach. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und schau mal, die nächste Forschung ist schon abgeschlossen. Das zeige ich jetzt noch eben. Die luftdurchlässigen Gasventile, Flüssigkeitsregler und die manuelle Luftschleuse sind erforscht. Und es geht dann eben weiter als nächstes mit den wunderbaren Isoliersteinen. Und dann stehen uns alle anderen Wege offen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schönen Tag noch, euer Dr. Wolfsherz. Ciao.